Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und nochmal herzlich willkommen zur neuen Videoreihe Unsere Hunde. Ich habe ja in dieser neuen Videoreihe erst kürzlich schon das erste Video gebracht. Da ging es um meinen Hund, um Vito, den rumänischen Banditenhund. Freue mich über zahlreichen Zuspruch ihrerseits. Habe schon einiges an Material, an Info, an Bildmaterial von ihren Hunden bekommen und werde versuchen, hier regelmäßig so circa zweimal in der Woche einen Hund meiner Zuseher zu präsentieren. Ich freue mich sehr, mit heute eine Hunderasse hier präsentieren zu dürfen, die mir besonders am Herzen liegt. Es geht nämlich hier und heute um die Riesenschnauzer-Hündin Endra. Ja, Riesenschnauzer liegen mir besonders am Herzen. Sie gehören zu meinen Top 10 aller Hunderassen, sind für mich ganz, ganz weit oben angesiedelt. Das hat verschiedene Gründe, habe tolle Erlebnisse mit Riesenschnauzern gemacht. Und wenn wir alle Punkte zusammenrechnen, dann zählt für mich der Riesenschnauzer als die beste Schutzhunderasse auf der ganzen Welt. Es geht hier und heute um Endra im Besitz von Christian aus dem schönen Waldviertel, mystischen Waldviertel in Österreich. Hallo Christian. Er war so nett und schickte mir einiges an Information und Bildmaterial über diese wunderschöne Hündin, welche ich Ihnen heute hier gerne präsentieren möchte. Ja, Endra ist im Besitz von Christian, wie schon zuvor erwähnt. Christian lebt in Österreich, im mystischen Waldviertel, schöne Gegend, war schon des Öfteren dort. Endra entstammt einer guten österreichischen Leistungszucht und wurde von Christian im Alter von 9 Wochen erworben. Verzeihen Sie mir, wenn ich hier recht viel ablese oder zu 99% ablese, anders geht es nicht. Mittlerweile ist sie 7 Jahre alt und kerngesund. Er sagte mir, dass sie noch niemals krank war. Das finde ich toll. So etwas wünschen wir uns alle. Sie ist ein schwarzes Riesenschnauzermädchen mit 64 cm Schulterhöhe und 33 Kilo Gewicht. In ihrer Gesamterscheinung zeigt sie uns einen Vertreter ihrer Rasse, der nicht allzu schwer ist, aber absolut drahtig und muskulös ist. Christian beschreibt sie als total selbstbewusste Hündin, die völlig unerschrocken, aber generell freundlich durchs Leben geht. Ich würde das als ziemlich Riesenschnauzer-typisch bezeichnen. Sie zeichnet eine starke, sehr starke Bindung zu ihrem Besitzer aus. Und sie würde mit ihm durch dick und dünn gehen, hat er mir gesagt. Er sagte außerdem, in einer postapokalyptischen Welt wäre Endra seine erste Wahl als Begleiterin. Warum das so ist? Nun, Endra ist schussfest. Das ist nicht jeder Hund. Und ich sage Ihnen was, 2 meiner Hunde waren absolut schussfest. Der Boris und der Attila. Beide waren ausgebildete, trainierte Schutzhunde. Doch während Attila egal war, ob hier mit der 9 oder 6 mm bei der Schutzarbeit geschossen wird oder ob es donnert oder ob draußen Silvesterraketen geschossen werden, war das bei Boris nicht so. Boris war absolut schussfest am Platz. 9 mm, 6 mm taten ihm absolut nichts. Doch Donnergrollen oder Silvesterraketen, die mochte er überhaupt nicht. Doch bei Endra ist das nicht so. Die ist schussfest, hat enormen Bewegungsdrang, was ja nie ein Nachteil ist bei einem Hund, wenn er sie als Hund in einer postapokalyptischen Welt begleitet. Ganz im Gegenteil. Sie ist eine hochmotivierte und geschickte Jägerin und ich weiß da mehr vielleicht als Sie darüber. Außerdem verfügt sie über sehr stark ausgeprägten Wach- und Schutztrieb. Nun, ich würde mal sagen, 10.000 Punkte für den Kandidaten. Alles das, was man benötigt für einen effektiven Begleiter in einer postapokalyptischen Welt. Endra lebt mit 4 kleinen Kindern zusammen und mir wurde hier gesagt, dass oftmals 7 Kinder am Stück vor ihrer Nase herumspielen, herumtollen und sie macht da fleißig mit. Hier gab es noch nie Probleme diesbezüglich.
Anderen Hunden gegenüber reagiert sie grundsätzlich intolerant und kann hierbei sehr schnell unangenehm werden. Auch das, würde ich sagen, passt genau ins Bild von Riesenschnauzern hinein. Riesenschnauzer sind generell, egal ob Hündin oder Rüde, wenn sie erwachsen sind, doch recht dominante, selbstbewusste Hunde. Oftmals sind die gerne Chefs im Ring anderen Hunden gegenüber. Also überraschte mich das nicht, als ich diese Info bekam. Er sagte mir aber auch, dass sie, wenn sie einen Hund auf Dauer kennenlernt, das manchmal ganz gut klappen kann mit ihr. Einmal lief ein entlaufener Stier auf Christian zu und bedrohte ihn. Indra war empört, verbellte ihn, versuchte ihn zu stellen, doch der Stier ließ sich von ihr nicht beeindrucken. Dann ging sie zum Angriff über, attackierte den Stier und biss ihn in die Nase, was ihn wiederum dazu veranlasste, kehrt zu machen und davonzulaufen. Da. Scheinbar ist sie eine typische Schnauzerkriegerin. Ja. Riesenschnauzer sind Krieger. Das sind Banditen. Das sieht einen Schnauzer schon ähnlich, würde ich behaupten. Sie ist Fremden gegenüber generell freundlich, doch kommt es vor, dass sie speziell bei Spaziergängen nachts Drohhaltungen einnimmt. Also es sehr genau zeigt, wenn ihr etwas verdächtig vorkommt. Braves Mädchen, so soll das auch sein. Das ist niemals ein Nachteil, wenn ein Hund dominante Körperhaltung einnimmt, Drohgebärden von sich gibt, wenn man des Nachts unterwegs ist mit ihm und eine dunkle Gestalt entgegenkommt. Schauen Sie, zwischen purer Aggressivität und Aufpassen ist ja ein großer Unterschied. So wie ich das verstanden habe, funktioniert sie hier einwandfrei, genau so wie es sein soll. Und auch hier möchte ich behaupten, ist das eine Eigenschaft, die Schnauzer, speziell Riesenschnauzer, typisch ist. Indra beherrscht alle Grundkommandos und ist etwa 2 Stunden täglich mit Christian unterwegs. Sie liebt alles, was mit Auspowern zu tun hat. Mechanikross, Dogtracking, Zehr- und Apportierspiele zu Land und zu Wasser. Sie ist eine fantastische Schwimmerin. Christian bezeichnet sie als absolut nicht geeigneten Nebenherhund, weil ihr Charakter viel zu komplex ist. Und dieser Begriff ist gar nicht mal so ungeschickt gewählt, denn ich kenne solche Nebenherhunde. Sie wissen schon, Hunde, die, ja, er ist halt da. Ich besitze einen Hund. Leider ist das oftmals der Fall. Hunde werden hier, beschäftigungstechnisch vernachlässigt und funktionieren nach einer gewissen Zeit nicht mehr. Ich kenne da auch solche Kandidaten, die leider gesundheitlich nicht mehr ganz auf der Höhe sind, kaum mehr 20 Meter gehen können, einen alten, schon kranken Hund besitzen und sagen, wenn der nicht mehr ist, nehme ich mir einen Border Collie. Ja, was sollen sie da sagen? Also, kann nicht mehr gehen, möchte aber einen hochbewegungsfreudigen Hund danach haben. Ja, gibt so Leute. Ich treffe auch hier und da mal auf eine Person, mit der Walking-Stecken unterwegs ist, der mir einmal zu verstehen gab, ich sehe dich jedes Mal nur mit dem Hund gehen. Sag ich, ja, das ist ein Hund, ein Laufraubtier, der muss raus. Und er sagte mir, ist ein Wohnungsbesitzer, ja, ich hatte auch mal einen Hund. Ich bin auch mindestens einmal am Tag mit ihm rausgegangen. Ich wollte schon fragen, ist das so? Ja. Ja, es gibt so nebenher Hunde und Christian beschreibt mir Indra als einen Hund, der sich als solch absoluter nebenher Hund absolut nicht eignet. Irgendetwas gefällt meinem Hund nicht, er stand gerade knurrend auf. Aber ich kann nichts sehen und seine Sinne sind schärfer als meine, er wird schon wissen, was er tut. Ich passe dennoch auf. Ja, also ich möchte behaupten, Indra ist eine Zier ihrer Rasse, stellt für mich den typischen Riesenschnauzer dar. Top Mädchen, wunderschön. Wahnsinnscharakter. Du hast einen tollen Hund, Christian. Ich beneide dich dafür. Riesenschnauzer sind mir sehr ans Herz gewachsen. Der eine oder andere von Ihnen kennt diese Geschichte mit Xanto, ein kapitaler Riesenschnauzer-Rüde, der mit mir da eine Sparringsrunde veranstaltet hat. Die ging nicht gut für mich aus. Ich arbeitete sehr viel mit Riesenschnauzern an der Unterordnung, Schutzarbeit, Fährtenarbeit, sind wahnsinnig tolle Hunde. Und, ich wiederhole mich, Indra ist eine Zier ihrer Rasse. Ja, liebe Zuseher, das war das erste Video der neuen Videoreihe Unsere Hunde. Ich lade Sie herzlichst dazu ein, mir auch Info oder Bildmaterial von Ihrem Hund zu schicken. Rasse völlig egal, Geschlecht völlig egal. Es ist vielleicht besser, wenn das schon ein erwachsener Hund ist, denn Welpen sind weniger aussagekräftig, aber gerne bringe ich auch ein Video Ihres Welpen.
Schicken Sie mir das zu auf meine E-Mail-Adresse, die können Sie unter der Kanalinfo herausfinden. Ich würde mich freuen und werde versuchen, jeden Ihrer Hunde in einem dieser Videos gerecht zu werden. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.